Einen wunderschönen guten Tag. Im letzten Video haben wir geklärt, was ist Ethik, und da kam der Begriff Moral auf. Und wir wollen uns heute mal anschauen, was ist Moral, wo kommt das her und was ist das? Fangen wir mal wieder mit einer Duden-Definition an, die ja ach so verständlich ist. Moral, sagt der Duden, ist eine philosophische Lehre von der Sittlichkeit. Naja gut, also es ist die Gesamtheit von ethisch-sittlichen Normen, Grundsätzen, Werten, die das zwischenmenschliche Verhalten in einer Gesellschaft regulieren und die von ihr als verbindlich akzeptiert werden. Das ist recht verständlich, aber auch da wieder ein Rückgriff auf, na, natürlich auf das Griechische. Griechisch bedeutet Moral nämlich so etwas wie Sitte oder Charakter. Das heißt, Moral ist in der heutigen Gesellschaft ein Begriff für alle in einer Gemeinschaft gültigen Regeln, Gebote, Werte und Normen. Das heißt, der Moral umfasst alle Werte und Normen, die ein von einer bestimmten Gemeinschaft erwünschtes, in Anführungsstrichen, gutes Handeln mit sich bringen sollen. Das heißt, Moral ist alles das, was irgendwie von der Gemeinschaft, also von euren Kumpeln, von den Politikern, von wem auch immer, irgendwie als in Anführungsstrichen gutes Handeln angesehen wird. Das heißt, zumindest von der Gesellschaft, Gemeinschaft als ein gutes Handeln angesehen wird. Unmoralisch hingegen sagt die Gesellschaft, das ist hauptsächlich ein Charakterfehler, so nannte das ein Philosoph, aber auch ein Verstoß gegen anerkannte Moralvorstellungen. Schaut euch gerne das Video zum Thema Was sind Werte und Normen an. Da erkläre ich euch nochmal ganz kurz den Unterschied zwischen Werte und Normen, wenn ihr euch noch nicht sicher seid, was das sind. Link ist unten in der Videobeschreibung. Gerne auch einmal auf die gesamte Playlist Philosophie Ethik gehen. Da findet ihr ganz, ganz viele Videos, ich glaube ungefähr bald 50, wo ihr coole ethische Themen erklärt bekommt. Gerne natürlich auch den Kanal abonnieren. Das hilft mir sehr und freut mich sehr. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Teil wieder mit dabei seid.